Ja, wunderschönen guten Tag, wir sind zurück in War Thunder und heute geht's mal mit dem deutschen leichten Panzer ins Gefecht, dem TAM. Ich kann es nicht aussprechen, von außen gesehen, mein Argentinisch ist da leider nicht ganz so gut, deshalb lassen wir das einfach und ja, beschreiben dieses Fahrzeug einfach so. Argentinisch ist quasi das, oder Argentinien ist quasi das Stichwort dazu, denn dieses Fahrzeug ist vom argentinischen Militär eingesetzt worden. Die Wanne besteht aus einem Marder und die Turm besteht aus einem Leoparden. Kanone ist dann auch die gleiche wie beim Leoparden, die 105er, die wir da auch schon in vielen anderen Fahrzeugen der Briten kennen, zum Beispiel. Ja, unheimlich nettes Gerät, muss man sagen. Schön klein, schön wendig, wohl bemerkt. Geschwindigkeit ist auch vollkommen in Ordnung. Hält nicht mit einem KPZ-70 Leopard und so weiter damit, also Leopard 2, aber reicht vollkommen. Ist ja auch von der Kampfeinstufe ein bisschen niedriger mit 8,7. Genau, hier seht ihr es im deutschen Forschungsbau, Begleitpanzer 57 und danach kommt der TAM. Genau, kommt jetzt mit dem TAM 2C quasi der Nachfolger oder eine Weiterentwicklung damit rein. Bin ich mal gespannt, wie der ist, denn dieses Fahrzeug gefällt mir sehr gut. Schutz ist eigentlich schnell erklärt, dieses Fahrzeug hat keinen Schutz. Dieses Fahrzeug hat keine Schottpanzerung, dieses Fahrzeug hat einfach nur ein bisschen Kuchenblech um sich rum. Und ja, mehr nicht. Ihr seht, hier vorne ist das Getriebe und der Motor direkt dahinter. Das ist sehr, sehr nett, sage ich euch, denn das hier kann, wohlgemerkt, kann etwas mal fressen. Also zum Beispiel eine Heat FS, die könnte hier durchaus mal stecken bleiben. Das ist jetzt gar nicht so unwahrscheinlich. APDS FS, der geht da durch wie, ja. Als ob da nichts wären, sagen wir es mal so. Genau. Ja, ansonsten ist das halt ein leichtes Fahrzeug. Es kann die Hülle brechen. Dementsprechend seid ihr dann halt auch raus. Wobei das ja nicht mehr ganz so schlimm ist, wie früher einmal war. Ja, muss man mal gucken. Vier Leute finden drin Platz, wie ihr gesehen habt. Drei im Turm. Also dementsprechend ein gezielter Schuss in den Turm. Ist dann meistens auch Feierabend. Naja, aber ihr könnt euch wehren. Das ist ja das Gute dabei. Ihr fangt an. 105 mm mit der DM13. Ihr kennt sie vom Leoparden, ich glaube, der Vickers hat sie auch, also viele britische Fahrzeuge etc. Gar nicht schlecht, doch auf 8,7 echt schwer, also richtig schwer. Ich sag mal, wenn ein Objekt 279 auf euch zufällt, macht keinen Spaß. Macht keinen Spaß, sage ich euch ganz ehrlich. Macht selbst mit Heat FS keinen Spaß, die ihr dann auf Rang 2 erforschen könnt. 400 mm Durchschlag, sehr, sehr gute Granate, keine Frage. Auf jeden Fall nehmen. Wobei ich immer, immer noch ein paar DM13 mitnehmen würde, weil Heat FS kann nicht durch Bäume schießen oder durch Zäune oder ähnliches und die DM13, die fliegt da halt einfach so durch. Ja, und dann endlich auf Rang 4 habt ihr hier die DM23. Sehr nettes Geschoss. Könnt ihr oder kennt ihr aus dem Leopard A1 A1. Sehr genau, generell diese Kanone ist sehr genau. Die Nachladerate ist vollkommen in Ordnung. Ich bin jetzt hier bei 7,7 Sekunden. Die Durchschlagsleistung ist super. Ihr könnt mit dieser Granate wirklich alles, jedes Fahrzeug im Spiel knacken. Ihr müsst halt nur bei manchen Fahrzeugen ein bisschen besser zielen, sagen wir es mal ganz ehrlich. Man kann damit Abrams knacken, keine Frage, aber ein Abrams hat da halt Schwachstellen, die mit anderen Granaten auch knacken kann. Dementsprechend ist dieses Fahrzeug natürlich auch im höheren Top dir immer noch zu gebrauchen, wo bemerkt. Wobei dann die Geschwindigkeit etc. alles so ein bisschen nach hinten geht, weil als Beispiel, wenn man beim Abrams bleibt, der ist halt deutlich beweglicher, ne? Aber egal. So, ihr seht, fast ganz erforscht dabei. Ich gehe jetzt gerade auf die Hash und danach auf die Rauchgranate. Ansonsten ist das durch. Mobilität ist sehr wichtig. Zum Anfang ist das Ding so ein bisschen trantütig und so weiter. Durch die Gleisketten wird es deutlich besser. Filter, Motor und Getriebe tun dann das Restliche. Sehr, sehr nett dabei. Sperrfeuer finde ich persönlich für einen Scout-Panzer immer sehr sinnvoll. Weil, ja, ihr seid halt ein Scout-Panzer. Ihr macht halt hier nicht die 30 Kills in einer Runde, ne? Das muss man halt bedenken. Und ihr habt hier oben einen Entfernungsmesser. Laser-Entfernungsmesser auf Rang 1. Den würde ich mir vielleicht mal vorher mitnehmen, weil der ist verdammt gut und verdammt wertvoll. Denn der Zoom vom TAM ist schlecht, das muss man sagen. Also richtige Range-Shots sind damit wirklich sehr, sehr schwer zu machen und der Laser-Entfernungsmesser hilft da ungemein. Ihr müsst bedenken, ihr habt hier ein Laser-Entfernungsmesser, den ihr im Leopard A1 nicht habt. Ihr habt den normalen Entfernungsmesser. Der ist halt nicht so schnell und geht nicht so weit. Wobei, der geht, glaube ich, bis 1800 Meter und alles, was da drüber ist, meistens sind die Karten dann eh zu klein. Das ist dann egal. Genau. Sehr, sehr schönes Fahrzeug, gefällt mir sehr. Seitdem ich ihn jetzt voll ausgebaut habe oder fast voll ausgebaut habe, gefällt er mir noch immer besser. Was fährt mit? Begleitpanzer 57. Sehr gut. Ein bisschen umgebaut mit der Munition. Vielleicht zeige ich ihn euch dabei. Sehr, sehr nett. Gepard. Sehr gute Flak, finde ich immer gut. Ja, der TAM, gerade gezeigt. Der Raketenjagdpanzer 2 Hot. Ja, ist cool. Kann man so hinstellen, dass dann wirklich nur oben die Rakete rausguckt. Dann ist das Ding quasi nicht knackbar. Sehr, sehr nett. Ja, GA90, was soll ich sagen? Also ich sehe vier Gründe, das Ding mit in den Ground Forces mitzunehmen. Ich hoffe, ihr auch.
und der Leopard 1.1, immer wieder nett, das Gerät. Genau, wunderbar. Ich habe genug Ersatzgutscheine. Ich hoffe, dass ich euch eine nette Runde zeigen kann. Dementsprechend sehen wir uns gleich im Spiel wieder. Bis gleich. So, da sind wir also in der Wüste. Keine ganz schlechte Karte, wie ich denn so finde. Genau, zweite Schlacht von El Alamein. Und ja, wir gucken mal. Ihr seht, das Ding ist ja spritzig, sagen wir es mal so. In der Endgeschwindigkeit gar nicht so bahnbrechend. Also ich schaffe damit auf gerader Strecke durchaus die 50 Sachen, wenn ihr auf einer Straße fahrt. Hier ist natürlich jetzt gerade so ein Gelände. Ein bisschen rauf, ein bisschen runter. Dann wieder ein bisschen Sand, der euch bremst. Solche Huckelbremsen sind natürlich ungemein, keine Frage. Aber es ist und bleibt kein schlechter Panzer. Das muss man einfach so sagen. So, wir düsen mal ganz schnell hier lang. Wir gucken erstmal, gegen was wir kämpfen. Gegen den Rest der Welt. Das ist nicht schlecht. Wir waren, glaube ich, Top-Tier, wenn ich mich da recht erinnere. So, mal gucken. Das hat Vorteile, das hat Nachteile. Das muss man ganz klar sagen. So. Wir machen erstmal ein bisschen hier Artillerien. Vielleicht kommt ja noch ein Freund, der mit zur T-Party möchte. Genau, nach C fahre ich jetzt erstmal nicht. Auch der BMP, der wird da hochfahren. Genau das wird mein Plan sein. Und ihr seht halt, ich fahre den Berg schneller auch als der BMP. Weil ich halt etwas spritziger bin als der BMP. Das muss man einfach so sagen. Natürlich nicht nur als der BMP, sondern als auch ein BMP 2. Das ist manchmal ziemlich cool, wenn ihr mich fragt. Okay, da knallt schon ganz gewaltig. Wir ziehen uns jetzt mal ganz schnell zurück. So, jetzt sind wir hier genau, wo ich hin will. Schnell weg da, weil die Ecke nämlich, wenn man da hochfährt, diesmal sehr gefährlich, finde ich zumindest. Zurück zum Schlachtfeld, das werden wir natürlich tun. Fliegen schon die ersten Raketen rein. Ah, irgendwie so ein schwedisches Ding, Ude, wie der heißt. Blöde Ratte, sage ich euch. Aber egal, wir müssen da natürlich auch. Jetzt mal gerade gucken, ob hier oben was hochgefahren ist, das ist nämlich manchmal sehr gefährlich. Okay, da unten fährt nichts, alles gut. Kann man hier rüber schauen, manchmal sieht man von da hinten auch noch was, ganz gut. Da hinten fährt zum Beispiel was, wie ihr das gerade gesehen habt. War gerade ein Rangefinder drauf. Wunderbar, richtig schöner Treffer. Zwar nur den Kommandanten, aber trotzdem wird er sich denken, heute ist genau mein Tag. Wunderbar, Objekt 120 raus, ihr seht, der Rangefinder tut seinen Sinn. Und die Granaten selber, diese ganze Munition und so, die fliegt über den ganzen Globus und macht sehr viel Spaß. So, mal gucken, ob wir denn noch was machen. Ich denke mal, da kommen Raketen auf mich zu, das bin ich gerade ein bisschen schissig. Okay, hier unten ist, glaube ich, noch irgendwo einer, den wir ärgern könnten, müssen, wie auch immer. Okay, da holen die sich C, das ist erstmal in Ordnung, deshalb kriegen die jetzt auch mal ein bisschen Artillerie auf C. Abschusshilfe, sehr schön. Hat das Ding quasi auch zerlegt, was ja auch sehr wichtig ist. Kanone geht nicht so gut runter, das ist manchmal ein bisschen... Ne, seht, ne? Das ist halt der kleine Nachteil bei dem Gerät. Oh, da vorne kommen aber ganz viele Panzer, die wir natürlich versuchen zu bekämpfen. Können wir uns hier vielleicht an die Kante stellen? Okay, da geht einer runter. Mist, ich komme, ich kriege die Kanone nicht runter und... Eieieiei, jetzt aber ganz schnell hier dem Leo helfen. Muss man ein bisschen auf die Kante gehen, muss man helfen. Jetzt sind wir ruhig da unten. Oh oh. Und der nächste bitte, sehr schön. Ja. Müssen wir natürlich aufpassen. Wir haben natürlich jetzt schon viele rausgenommen. Dementsprechend sollte natürlich der ein oder andere wissen, dass wir hier oben stehen. Deshalb kann ich da immer nur raten, auch mal ganz schnell die Position zu wechseln, was wir jetzt erstmal ganz tunlichst machen werden. Ah, B und C können fallen. Das ist nicht so gut. Oh, hier geht es ein bisschen runter. Aber ihr seht halt, das Ding ist unheimlich stark. Keine Frage. So, und ihr seht halt auch diese Spritzigkeit, ne? Er fährt hier gut lang und so. Es ist jetzt, wie gesagt, keine bahnbrechenden Geschwindigkeiten, aber es ist sehr, sehr lustig. So, jetzt helfen wir davon dem Leo. In der Hoffnung, dass wir jetzt hier keine reinbekommen. Das ist mal sehr gefährlich.
eine Leo hat einen T-54 rausgenommen an Punkt C. Das ist sehr gut. Dem hätte ich eigentlich noch weiter helfen müssen, wenn er mich fragt, aber egal. Er weiß sich zu wehren. Von außen ist alles in Ordner. Da vorne ist was, seht ihr das? Weit weg, Rangefinding. 1025 Meter. In der Hoffnung, dass was kommen wird. Wir versuchen mal zu scouten. Er ist schon weg. Zausack. Jetzt kommen ein paar zu viele Flugzeuge für mich. Ey, ja, genau. Das ist dann das Problem, wenn man die Leute anpisst. Dann mögen die einen irgendwie nicht mehr auf Dauer. Ich weiß gar nicht, was die alle haben. Also dadurch, dass wir sehr, sehr schnell anfällig sind für solche Scheiße, hauen wir ganz schnell die ab. Helfen wir dem Leoparden hier. Versuchen wir hier in die Mitte zu fahren. Da steht nämlich irgendwas. Schöne Sprünge hier. Sieht auch mal so ganz nett aus. Wo ist der Kollege? Der ist raus. Sehr schön. STRV. Sehr gut gemacht, Kollegen. Ah, sehr viel Luftaktivität hier. Und Luftaktivität ist auch ein sehr gutes Wort, wie ich finde. Da ist der Leo, sehr gut. Der Leo hat sehr gute Arbeit aber C gemacht, muss man einfach so sagen. Der hat auf jeden Fall gut aufgeräumt. Und dementsprechend ist er auch vor mir, was vollkommen in Ordnung ist. Aber nehmen wir ein gutes Team-Member im Team. Das ist sehr, sehr löblich. So, jetzt gleich hier noch einmal aufpassen. Ihr seht, wie gesagt, hier so im Sand. Ja, man kann da nicht mehr. Ah, ja. Jagd 3P. Ja, ich liebe es, Flugzeuge in diesem Spiel. Sind sie mal so gut. Findet ihr das nicht auch? Flugzeug ist das, was Wars an der Groß macht. Ah nee, das war was anderes. Entschuldigung. Ich würde alles dafür geben, wenn ich diesen Modus einmal hätte ohne Flugzeug. Ich spiele sehr gerne Flugzeuge, sonst hätte ich die GR90 nicht mit. Versteht mich nicht falsch. Aber wenigstens haben wir jetzt mal einen schönen Gepard online. Ich hoffe, dass ich jetzt mal was machen kann. Ansonsten müsste ich gleich auf den Begleitpanzer wechseln, weil der nämlich sehr, sehr schöne Anti-Air-Granaten hat, die ich unheimlich jedem empfehlen kann. Die Jagd 3 hat natürlich jetzt auch noch meinen Leoparden daraus genommen, mein Kumpel, das sehr schade ist. Komm schon, knack ihn, ich will da Treffer sehen. Schade. Der verballert jetzt nicht seine ganze Moon, das wäre sehr schade. Lass ihn kommen, nicht zu weit schießen. Bisschen paranoid hier, die ganze Zeit den Himmel angucken nur. Ah, sieht gar nicht so schlecht aus, mal gucken, wir gucken. Da ist irgendwas abgestürzt, ein F-84B, was sehr gut ist, denn... Da meinst du, ist was? Ja, dann schmeißen wir da mal Artillerie hin. Wenn du mir das sagst, dann mache ich das. Ich bin da ganz leichtgläubig. Wir könnten ja mal hier hinfahren, ja. Okay, jetzt hat das U's raus, sehr gut. Jetzt nur nicht zu stürmisch nach B fahren. Wissen ja nicht, was uns alles erwartet. Stehen auch mal gerne welche. Ja, da meinst du, sind welche? Okay, machen wir. Dann fahren wir mal dahin, wenn du das sagst. Und weder ist keiner. Ich könnte jetzt die cappen, mache ich aber nicht, weil dann weiß der, dass ich da bin. Das ist ja richtig doof. Ja, da vorne steht wirklich einer. Okay, dann gib mal Magie hier. Ballarschütze. Geschützverschluss. Ich kotze im Strahl quasi und jetzt gibt's noch einen hier in den Archibald. Ha, mein Kill. Ha, mein Kill. So, ich habe die ganze Arbeit gemacht, ne? So, holen wir uns mal B ganz schnell. T62 da vorne. C verlieren wir auch. Das ist nicht gut. Sehr gut, Leopard. Der hat richtig gesessen. Es kommt das größte Problem von leichten Fahrzeugen. Sie werden immer zu stark ausgebremst, wenn es hier um irgendwelche Aktivitäten mit irgendwelchen Häusern geht. Ja? Wenn ich dann immer sehe, so ein KPZ 70 oder so. Am besten so eine Maus, ne? Die fährt immer durch alles einfach durch. Warum legst du da jetzt Smoke? Na, egal, wir gehen mal ganz schnell hier hin. Wir verstecken uns einfach als Bus, ne? Wenn jemand fragt, wir sind ein Bus. Jetzt kommt ein Flugzeug an, das ist eine Horten. Okay, das ist gut. Ich schmeiß mal Artillerie hier hin.
Bevor ich sie nicht nutze, sage ich immer, komm, ich nutze, also ich nehme die dann immer so mit. Wenn die Horten jetzt noch ein bisschen Captain spawnen würde, wäre natürlich die Welt in Ordnung. Ich drehe mich schon mal, denn ich möchte gleich in die andere Richtung fahren. Da sind mir zu viele Leute. Wir haben das erobert. Sehr gut, weiter geht's. Also wie gesagt, dieser Sprint von 0 auf 30, sage ich jetzt mal. Der bekannte Sprint von 0 auf 30, jeder autonah kennt ihn. Nein, das ist halt das, was dieses Fahrzeug so schön macht. Ne? Nachher die Geschwindigkeit, die geht. Das ist in Ordnung, aber... Gut, so ist er gerade da. Ne? Danach hält sich so ein bisschen in Grenzen. Ich finde Mobilität immer gerade bei leichten Panzern unheimlich wichtig. Weil sie ja sonst wenig haben. Sie haben vielleicht eine gute Kanone. Sie haben ja, andere Merkmale, Scouting etc. Augen auf die Karte, da meinst du, ist was. Machen wir das nochmal. Bleib mir hier hinter meinem Leo-Kumpel da. Das ist ein Leo 1. Dementsprechend ist es auch mit Schießen aus der Fahrt nicht ganz so gut. Für da lang, das ist eine gute Idee. Da würde ich auch nicht lang fahren wollen. Hier war irgendwas, wenn man das so sieht. Jetzt kommt die Horten wieder rein, oder ist die Horten? Die Horten ist nach oben, ist gut. Die könnte uns ja mal ruhig ein bisschen Unterstützungsfeuer geben. Ich gehe jetzt bewusst nicht den direkten Weg. Möchte ich eigentlich nicht. Auch wenn der Leo da jetzt hinfährt. Der Leo wird es vielleicht packen, das ist mir eigentlich egal. Nur ich habe jetzt keinen Bock da. Horten, kannst du mal einmal bei C gucken? Das wäre super. Schon ganz schön dreckig hier unser Fahrzeug, ne? Ah, er fährt wo durch? Ist in Ordnung? Minimal eher da als ich. Oh, warte, komm schon, ich helfe dir. Wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Ich sehe ihn nicht. Jetzt habe ich meine Deckung verloren. Oh, das war knapp. Was war das denn für ein Schuss? Jetzt fahr doch auf den T60 zu. Komm schon, Leo! Leo! Ah, haha, mit dem kaputten Drehkranz. Mit einem kaputten Drehkranz. So. Ah, Leo, jetzt aber ganz schnell hier. Ich kann dir gerade nicht helfen, glaube ich. Oder geht das? Kann ich ihm jetzt helfen? Ne, dann kann ich mir nur selber. Sorry, geht gerade nicht. Es tut mir leid. Ich habe es versucht. Jetzt kommt gleich wieder irgendeine Rakete angeflogen, denke ich mal. Ich versuche es aber gerade hier. Den so. Das schaffst du noch, ne? Nimmst den Cap noch mit. Mit ein bisschen Glück könnten wir halt sogar den ersten Platz bekommen. Wäre natürlich super, wenn wir jetzt den Captain mitkriegen. Nein, 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 aber ganz schnell hier. So. Ich bin nicht da, keiner da. Artillerie hier in irgendwo, ist egal. Hauptsache Skeppen oder. Ich verschanze mich jetzt hier, bis der Arzt kommt. Oh, jetzt wird's aber ganz eng noch. Ah, der BMP ist down. Der da vorne ankam. Ich mach noch mehr Smoke. Eieieiei. Das ist gut, dass da der Felsbrocken steht, weil das Flugzeug, was da oben ist, das mag mich gerade nicht. Sagen wir es mal so. So.
Ja, coole Runde. Es gibt dann hier so ein Mannequin dabei, momentan Assault Group. Es gibt ja dieses tolle Gewinnspiel davon. Ich bin gar nicht so weit entfernt von diesem deutschen Panzer. Da habe ich da gesehen, dass das ein 1.0 Panzer ist, wo ich mir da denke, warum tust du den Scheiß für so ein kleines Fahrzeug an? Egal, nicht stimmt. Ja, nette Runde. Schön demonstriert, was dieses Fahrzeug alles kann, finde ich zumindest. Es ist und bleibt einfach ein super Fahrzeug, mit dem man sehr, sehr viel Spaß haben kann. Jetzt ist es auch wieder repariert, sehr gut. Warum habe ich eigentlich die automatische Reparatur aus? Wurde ich neulich mal in einem anderen, auf eine andere Weise gefragt. Und ja, weil wenn ich jetzt zum Beispiel hier so durchseppe und bin jetzt, kann ich nicht hier, dann sinken dadurch die Reparaturkosten ungemein. Ne? Das Ding war mal bei 11.000 Reparaturkosten, steht da die ganze Zeit doof rum, jetzt bin ich bei 1.900. So kann man halt ein bisschen Geld sparen und ich gehe momentan schwer auf die 5 Millionen zu und das ist dann sehr gut. Aber ich könnte mir jetzt ja zum Beispiel hier einen, guck mal, hier ist auch alles kaputt, alles kaputt. Ich könnte mir jetzt sowas holen, bin ich jetzt noch schwer begeistert. Das Ding ist irgendwie richtig geil, aber das 7-7er Matchmaking, sorry, aber das ist so kaputt. Das macht keinen Spaß mehr. Das ist nämlich durch dieses Objekt 79, glaube ich, ne? Ist das so kaputt gegangen. Und ja, deshalb bin ich auch, fahre ich hier momentan 8-7, ne? Weil da bist du meistens Top-Tier. Das ist auch ganz nett, ne? Also es schwankt ja immer so ein bisschen. Naja, so, Tam, ja, Taram, Taram. Voll ausgebaut ist das wirklich ein Augenschmaus. Es dauert lange, bis man solche Fahrzeuge ausbaut, das ist mir durchaus klar. Weil es einfach dann ab Rang 5, Rang 6 etc. ist es wirklich mühselig, das Ganze auszubauen. Aber das lohnt sich bei diesem Fahrzeug wirklich sehr. Ein super geiler Supporter. Ich nehme ihn sogar mit hier in dem Line-Up ohne Probleme. Warum jetzt die Messer? Ich baue mir momentan, bin ich ein bisschen verpeilt, egal. Da kann ich ihn locker mitnehmen und ich kann ihn auch locker auf 9-7 mitnehmen, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Ne? Da nehme ich jetzt nicht, fahre ich ihn noch defensiver. Muss man auch sagen, aber die Kanone und so weiter, der kann das halt, das ist halt echt gut. Und der hat auch gute Klettereigenschaften, man kommt immer gut überall hoch und so weiter und so fort und das macht halt Spaß, kann man nicht anders sagen. Ein richtig, richtig tolles Fahrzeug in Verbindung, das ist ein echt gutes Line-Up für dich zumindest, komme ich sehr gut mit zurecht, also das ist wirklich in Ordnung. Begleitpanzer macht, seitdem der hier diese Granaten hat, ich weiß gar nicht, ob ich das eben gesagt habe, jetzt sage ich es auf jeden Fall, seitdem er diese Granaten hat, das ist das voll egale Flak, macht richtig gut Spaß. Dann haben wir das Magazin umgebaut, das heißt, ihr habt ein großes Magazin und könnt jedes Geschoss einzeln nachladen. Das war ja früher, wenn der Begleitpanzer leer war, dann konnte das voll vergessen. Das macht überhaupt keinen Spaß. Also das ist auf jeden Fall deutlich besser geworden. Gepard immer noch gut. Flak, das ist ein echt guter. Leopard 1, ja, war schon cool. Aber der ist eigentlich der coolste von dem ganzen Film. Finde ich zumindest. Wunderbar. Also, voll ausgebauter Tam. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Granaten für Smoke lassen wir jetzt mal weg. Nutze ich eigentlich so gut wie nie. Deshalb ist das eigentlich dann, ja, obsolete für mich. Aber ist dann halt so, da gucken wir mal, wie es denn so weitergeht. Genau, ich kann euch ja mal gerade jemand jetzt Karte noch zeigen. Das sind ja, upsala, nee, das wollen wir nicht aktivieren. Wir wollten da drunter klicken. Und dann gehen wir auf Werkstatt und dann gehen wir auf Strategist. So, und dann kann man hier diese Dinger aufmachen. Jo, machen wir mal auf, ne? Da ist ja irgendwie so ein bisschen Patte drin, ne? Die Modellbauleute unter euch werden bestimmt alles zuordnen können, weil das ja alles immer höchst realistisch ist, ne? Und gut. Dann machen wir die hier in der Reihen und dann kann man hier auf die Map klicken und dann muss man sich hier solche Sachen, muss man bis unten durchklickern. Jetzt möchte ich zum Beispiel den nächsten, den ich hier klicke, ein Mortar Platoon und ein Engineer Sapper Companist. Also machen wir hier nochmal zusammenbauen, machen wir ja. Ja, bitte, weil es so schön ist. Dann machen wir den hier nochmal, weil es so schön ist. Ja, okay, Assemble. Und dann sagen wir einfach mal, okay, Attack. Ja, ach nee, mir fehlt noch was. Motorized Infantry Platoon. Ja, dann gibt es da auch noch mal einen von. Den hier war das, glaube ich, so. Das ist manchmal irgendwie ein bisschen transparent. Ich finde das immer nervig, wenn man irgendwas liest und das ist dann so Deutsch und Englisch gemischt. Da drehe ich immer am Rad. Also ich habe jetzt kein Problem mit der englischen Sprache und ich hoffe auch nicht mehr in der deutschen Sprache. Aber das ist, ich hasse es, wenn man da irgendwas liest und ist das immer irgendwie Deutsch und wieder Englisch und total nervig. Also da fragt man sich dann immer, was das manchmal soll. Ne? Also hier steht dann wieder Attack drin. Ne? Das Defeated, Minefield. Ne? Das hätte man auch noch übersetzen können. So, man kann es auch gerade im Kopf übersetzen. Nur dann ist wieder hier wieder zusammenbauen und ja, weiß ich auch nicht. Also hier gibt es dann ist schon manchmal ein bisschen komisch dann dabei, aber was soll's, egal, Pech. Naja, gut, wir lassen es. Also, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Dementsprechend würde es mich natürlich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen würden. Wenn es wieder heißt Warsaw, dann in diesem Sinne, ärgert euch nicht zu viel, wenn ihr mal Low-Tier seid und ihr seid irgendwann bestimmt wieder Up-Tier. Bin ich mir ganz sicher. Also, bis zum nächsten Mal, bleibt gesund, haltet Abstand, ihr kennt die Regeln. Ciao, ciao.